Sie sind drin. Ist dir klar, was das ist? Der Lycan Hyperspore. Vor diesem Film hatte ich noch nie einen Lycan gesehen. Das war das erste Mal. 3,4 Millionen Dollar von 0 auf 100 unter 3 Sekunden. Wir brauchen etwas anderes. Etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Davon gibt's nur 7 Stück und der versteckt ihn in einem Tresor. Es gibt nichts Traurigeres, als ein Tier im Käfig einzusperren. Ein solches Auto ist etwas ganz Besonderes. Das hier ist die Penthouse Suite, ein Ort wie gemacht für dieses Auto. Hinter mir steht ein Lycan Hypersport, ein Twin-Turbo mit 385 km/h Topspeed. Kostet 3,4 Millionen Dollar. Er ist perfekt für unseren Film, weil es das erste Superauto aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist. Der Lycan ist eines der exklusivsten Autos der Welt. Bisher wurden erst 7 hergestellt. Der Motor hat 6 Zylinder, 2 Turbolader, 750 PS Leistung. Eines der schnellsten Autos der Welt. In einem Land, wo Leute mit ihrem Bugatti bei Starbucks parken, ist die Frage, wie man das noch toppen kann. Die Scheinwerfer sind aus Weißgold, Diamanten und blauen Saphiren. Man kann die Steine wählen, je nach Farbe des Autos. Es ist das teuerste Auto, das wir je für die Fast and Furious-Reihe benutzt haben. Zum ersten Mal erwischt man Dom in einem solchen Auto. Leute, raus da, und zwar sofort. Es ist eine ganze Armee auf dem Weg zu euch. Tisch, wir nehmen den Wagen mit. Es ist das komplette Gegenteil von diesem Biest hier. Aber die Szene macht so viel Spaß. Fast and Furious 7. Ab 1. April, überall im Kino.